Ich meine, dass das Erste, das man wissen muss, ist, dass es eine Erfahrung des Leides ist, eine Erfahrung der Demütigung, zugleich aber eine Erfahrung der Befreiung. Dass von Anfang an die Stimmen Lateinamerika schon am Anfang der Konquista, zu der Zeit, zu den ersten Begegnungen, um 1510, 1512 gab es schon die ersten Mörderer der lateinamerikanischen Befreiungskampf gegen den Kolonialismus. Es ist, glaube ich, das Erste, was man wissen muss, ist, dass dieser Kampf in Erinnerung bleibt bis heute. Auf lateinamerikanischer Sicht steht das Wort Panamerikanismus für das imperiale Projekt, das die USA im 19. Jahrhundert entwickelt, um Lateinamerika zu beherrschen. Der Panamerikanismus geht zurück auf das Leitprinzip der Politik des Präsidenten Monroe, Monroe-Doktrin. Der Kernpunkt dieser Monroe-Doktrin hieß Amerika für die Amerikaner, wohlbemerkt für die Nordamerikaner. Und der Panamerikanismus war das Instrument der USA, um diese Besitznahme der lateinamerikanischen Staaten zu realisieren, zu verwirklichen. Also von Seite des Panamerikanismus ein koloniales, imperiales Projekt zur Beherrschung Lateinamerikas. Die lateinamerikanischen Länder und viele, also viele Politiker und Intellektuelle dieser Zeit, wir sprechen hier von Ende des 19. Jahrhunderts, haben das so verstanden und daraufhin als antikoloniales, antiimperiale Antwort das Gegenprogramm entwickelt. Dabei haben sie auf Simón Bolívar zurückgegriffen und da kommt das Wort her, dieses Projekt des Bolivarismus. Und Bolivarismus versteht man als ein Bündnis der Familie, der Nationen, also eine nationale Familie, Verbundenheit, die sich dadurch äußert, dass man dieselbe Sprache spricht, Spanisch, dass man katholisch ist zum Beispiel, und so, dass man eine andere Kultur hat, eine festliche Kultur, eine in Anführungszeichen barocke Kultur, also im Gegensatz zu dieser nüchternen Kultur der anglosächsischen Welt. Also das sind so Grenzen in religiöser Hinsicht, in sprachlicher Hinsicht, in politischer Hinsicht oder in lebensweltlichen Hinsicht. Und dieser Projekt des Bolivarismus war eigentlich eine Konfrontation. Also die Grenze, die sagen, wir wollen eine lateinamerikanische Welt aufbauen, die anders ist als eure Welt. Wir müssen auch bedenken, das ist Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist auch wichtig, weil da kommt voll zugange die Entwicklung des Industrialismus, des Kapitalismus in den USA. Also eine Maschine, eine Maschinerie, die Zivilisation, eine Maschinerie, die Herrschaft der Maschinen im Mittelpunkt. Und das ist für die Lateinamerikaner tief entgegengesetzt, wo man einen anderen Umgang mit der Natur, mit den Mitmenschen, mehr die Zärtlichkeit im Mittelpunkt mehr der Menschen. Also von daher waren viele Faktoren, die zu dieser Konfrontation führen. Von daher, man kann sagen, Panamerikanismus und Bolivarismus sind über die politische Bedeutung hinaus auch, stehen beide Begriffe für Zivilisationsmodelle. Also ich meine, ein wichtiger Denker und Vorkämpfer ist José Martí. Der ist ein kubanischer Dichter, ein kubanischer Intellektueller, Philosoph,
aber auch ein Befreiungskämpfer. Er ist ja im Kampf gegen Spanien gefallen. Er ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, eine konsequente antiimperialistische Theorie in Lateinamerika. Man kann ihn wirklich der Vater eines modernen Antiimperialismus-Theorie nennen, weil er Zeuge war dieser Neubildung des Imperialismus zu Ende des 19. Jahrhunderts in den USA. Er hat nicht nur gesehen, wie der spanische Kolonialismus zu Ende geht, sondern wie der neue Imperialismus der USA mit der ganzen Kraft hochkommt. Und dann bewegt er sich zwischen beiden, spanischen Kolonialismus und nordamerikanischen Kolonialismus. Und das ist der Hintergrund seiner Theorie. Und für mich seine Bedeutung ist, dass er sehr früh gesehen hat, der Kolonialismus, der Imperialismus ist nicht nur eine Maschine der politischen Beherrschung. Wir haben nicht nur mit den Strukturen politischer Unterwerfung zu tun, wir haben mit der Verbreitung eines Menschenbildes, mit der Verbreitung einer Anthropologie, mit der Verbreitung eines rassistischen Ansatzpunktes, wo das Menschenbild der Imperialisten, also der Machtzentren, normativ wird für die Bildung eines jeden Menschen, lebe er in Afrika, in Lateinamerika oder in Asien. Also wenn du Mensch sein willst, dann musst du dieses Menschenbild nachahmen. Von daher meinte er, der Imperialismus ist auch eine Einleitung für eine Menschwerdung im Sinne einer Maskierung des Menschen. Menschen sind verurteilt, nachzuahmen, was von außen kommt. Und das geht auch mit Konsequenzen, die wir bis heute haben, mit einer Unterschätzung oder Entwertung des eigenen. Dann will man nicht mehr das machen, sondern man muss ja jetzt auch nicht mehr in eine indianische Sprache sprechen, sondern man muss auch sofort Englisch sprechen. Und so. Also das ist diese Entwertung des eigenen. Und das ein Diskurs machen, er hat es gesehen, also dass der Imperialismus eine Erziehungsmethode ist. Von daher also diese Umwandlung der Anthropologie. Und von daher hat einer seiner Schwerpunkte war, wie schaffen wir unter diesen Bedingungen die Wiederaufstehung des Menschen, die Restitution des Menschlichen. Das war ein Punkt. Der andere Punkt war tatsächlich, dass er die Notwendigkeit der Erneuerung der Erziehung. Für mich der Unterschied, also es gibt mehrere, aber ein Unterschied, der für mich sehr wichtig ist, ist, dass die Denker der antiimperialistischen Bewegung eine komplexere Sicht auf Europa hatten als viele postkolonialen und dekolonialen Autoren heute, wo ich denke, dass sie eine sehr dualistische Betrachtungsweise Europa haben. Europa ist das Böse, von Europa kommt nur Beherrschung. Europa, die stellen im Mittelpunkt die herrschende imperiale Dimension der europäischen Kultur, der europäischen Politik. Also Europa ist gleich Imperialismus. Und ich glaube, dass die in antiimperialistischen Denker haben differenzierter gesehen, weil sie Internationalisten waren, vielleicht auch durch Einfluss des Marxismus, aber sie hatten auch internationale Momente und sagte, in Europa wird aufgekämpft.
gegen den Imperialismus. Und die europäische Kultur ist selbst Opfer imperialer Herrschaft. Also von daher muss man differenzieren. Das gefällt mir zum Beispiel besser bei den Antiimperialisten als bei vielen dekolonialen oder postkolonialen Ansätzen, wo man einfach sagt, eine binare Lektüre, ne? Europa ist kolonialistisch und wir nicht. Also, ein Unterschied ist auch ja, jetzt von einer philosophischen Perspektive, dass die antiimperialistischen Autoren und Autorinnen die Division einer versöhnten Menschheit nicht aufgegeben haben. Dass sie sagen, wir müssen den Kampf gegen den Antiimperialismus so führen, dass dieser Kampf Teil einer Versöhnung der ganzen Menschheit ist. Also nicht die Verherrlichung von Partikularitäten, sondern lernen, die Partikularitäten, die Differenzen zu relativieren und in Beziehung zu kommen. Also da glaube ich schon, dass es ein Unterschied ist. So, diese Kritik ist sehr alt. Das ist die Kritik der Romantisierung der Armen kommt aus der eigenen Reihen der Theologie der Befreiung. Die Theologie der Befreiung war nie ein Block, eine homogene Schule. Die Theologie der Befreiung ist sehr plural. Es gab mehrere Ansätze und innerhalb der Theologie der Befreiung gab es große Debatten und Diskussionen. Wer ist das Volk? Was ist das Volk? Aber gut, da wäre viel zu sagen drüber. Aber jetzt im Hinblick auf die Kritik von Seite des Postkolonialismus, die Theologie der Befreiung romantisiert die Armen und verkennt die große, breite Differenzierung, die Armen eigentlich darstellen und repräsentieren. Für mich ist diese Kritik unberechtigt, weil die Theologie der Befreiung hat dieser Begriff, der Arme, stimmt schon, es ist ein singularer, pluraler Begriff, aber die Theologie der Befreiung war sich immer darüber bewusst, dass unter diesem Begriff viele Gesichter. Und man hat an diesem Begriff festgehalten, weil man sagte, es geht nicht darum, dass wir die Unterschiede nivellieren, sondern dass wir eine utopische Perspektive entwickeln, bei der viele Differenzen sich mit dieser Sicht identifizieren. Also es geht nicht um die Nivellierung von Differenzen, sondern um die Eröffnung einer Perspektive, die viele teilen können. Das ist die Volk meint die Vereinigung der vielen im Hinblick auf ein gemeinsames Projekt. Für mich entscheidend für die Orientierung im Denken ist, dass man für die Orientierung, das wusste schon Kant und viele andere aus der europäischen Tradition, aber auch in der lateinamerikanischen Tradition, für die Orientierung braucht man Kardinalpunkte. Genauso wie in der Geografie. Im Denken braucht man auch Kardinalpunkte. Und einer dieser Kardinalpunkte sind für mich die Erinnerung, die Tradition, im besten Sinne des Wortes. Und das ist, was auch ein Denken tradiert. Und das Verhältnis zur Zeit muss ein Verhältnis sein, das nicht nur von der chronologischen Zeit her, denn da musste man auch drüber reden, also was meinen wir, wenn wir Zeit sagen. Und jetzt sage ich, wenn wir die chronologische Zeit, eine Epoche meinen, dann kann sich Denken nicht daran orientieren.
Denken muss eine Distanz zur Zeit, sonst kann Denken nicht kritisch gegenüber der Zeit werden. Zumal heute diese chronologische Zeit ist eine unglaubliche industrialisierte Zeit, schon industrialisierte Struktur, wo vieles, vieles angeboten wird, damit die Menschen zerstreut werden, die Zerstreuung. Eine unglaubliche Zeit ist eine unglaubliche Zerstreuung, wenn die Angebote, die in unserer Zeit gemacht werden, damit wir uns die Zeit vertreiben, wir uns keine Langeweile. Und vielleicht braucht man diese Weile, die lang ist, damit Denken nachdenken. Und das Verhältnis zur Zeit, für mich, muss vermittelt werden. Durch die Erinnerung und durch die Tradition. Und, oder durch die Hoffnung. Also Momente der Hoffnung. Worauf wollen wir eigentlich hin? Also worauf wollen wir eigentlich hin? Und die Frage auch, das halt ist vermittelt durch die Tradition, weil die Tradition vermittelt auch Kardinalspunkte. Das wollen wir. Das sollten wir. Das glaube ich, das für mich wäre in diesem Horizont postkolonialer Theorien ein wichtiger Punkt für die Orientierung. Einfach fragen, wann lassen wir uns Zeit, um nachzudenken.